Hey, Grüße gehen raus an alle Werkzeugverrückten. Hi, hier auf dem Kanal von SVH24. Ich bin der Mike. Und wir werden heute einfach mal kein Projekt bauen, sondern es gibt ja auch noch andere Dinge zu tun. Gerade für alle, die den großen Garten haben. Da gibt es immer was zu tun. Und dann zeige ich mal, um was es hier eigentlich geht. Da geht es dieses Mal um Akkugartengeräte. Heute um Dewalt, ich bin ja Dewalt-Fanboy, ne? Deswegen trotzdem objektiv, weil wenn ich schon einen Haufen Kohle eigentlich für die Geräte ausgebe, dann sollen sie auch funktionieren, geht mir so, geht wahrscheinlich euch so. Dann ist noch der Rasentrimmer, da gibt es ein anderes Video oben rechts, verlinken wir das, sobald es da ist. Jetzt gehen wir erstmal in die Werkstatt und dann erzähle ich da ein bisschen drüber. Also was ich ja nicht gleich im Vorfeld sagen kann, was mir super gefällt an dieser Maschine ist, die ist wirklich extrem leicht. Ich habe ja bisher immer meine ganzen Hecken, ich habe eigentlich nur Benzingeräte gehabt. Ne? Zweitaktgeräte, Mischungsbenzin, die haben ordentlich Power, die gehen überall durch. Ne? Haben aber auch ihre Nachteile, Gestank, Emissionen und vor allem aus Gewicht, der Motor ist halt ziemlich schwer. Die hebe ich hier mit einer Hand. Die Stiel, wo ich hatte, die konnte ich nie mit einer Hand heben. So. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen über meine Erfahrungen mit dem Teil hier. DCMHT563 heißt die gute. Ich habe die Heckenschere von Dewalt jetzt ja, die zweite Saison eigentlich im Einsatz. Und ich habe schon eine ganze Menge Hecken geschnitten. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt so aus dem Garten. Es gab vieles zu tun, aber jetzt im Sommer habe ich so einen leichten Lichtungsschnitt gemacht, also einen ganz leichten Rückschnitt, so dass man die Vögel beim Brüten nicht stört und so weiter. Und tut ja auch bei der Trockenheit, die wir jetzt im Sommer gehabt haben, tut es ja auch der Hecke nicht ganz so gut. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dieser kleinen Maschine, vor allem in der Kompatibilität mit den Dewalt-Akkus, die ich habe. Ne? Dewalt-Akkus sind ja bei mir für mein Radio, meine Akkuschrauber, meinen Hobel, meine Fräse. Überall habe ich diese Akkus in Verwendung. Darum habe ich mir vor zwei Jahren habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt holst du dir einfach mal auch so ein Gartengerät von Dewalt, das ich dann auch mal benutzen kann, mal am Sonntag oder so, um die Nachbarn nicht zu stören und trotzdem gerade mal meine Hecken ein bisschen wieder anzugleichen. Das Begeisternde am Dewalt Akkusystem, wie ich finde, so ist auch die Kompatibilität. Wir haben hier die XR Akkus 18 Volt von Dewalt. Sowohl diese gehen hier empfehlenswerterweise mit 5 Ampere Akku. Der 2 Ampere geht genauso, aber da ist die Freude dann bald vorbei. Aber genauso auch die XR Flexvolt Akkus. Die passen hier auch. Die haben zwar ein bisschen mehr Gewicht, aber natürlich ist die Leistung dann auch dementsprechend langfristiger. Ne? XR Flexvolt 1854 Volt. Mit dem habe ich es meistens betrieben. Jetzt im letzten Schnitt, wo ich euch noch mal ein paar Auszüge zeige, da habe ich die 5 Amperestunden Akkus genommen. Ich wollte einfach mal gucken, wie viel Hecke kriege ich geschnitten mit dem 5 Amperestunden Akku. Und ich war echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, es geht nur mit dem hier. Aber nein, selbst der 5 Ampere Akkustunden, mit dem habe ich fast nahezu alle meine Hecken geschnitten bekommen. Ja, der Hammer, weißt du. Und kompatibel in allen Akkuklassen von Dewalt, in der 18 Volt Serie, muss man dazu sagen. Die einzelnen Daten mal zu der Maschine. Es wird gesagt, ich habe die Begrifflichkeit davor auch noch nicht gehört, ich muss sie sogar tatsächlich ablesen. Es ist ein lasergeschliffenes Dual-Cut-Messer mit 55 cm. Mit einer Schnitttiefe von 2,5 cm. Schnittstärke von 2,5 cm. Man muss aber ganz klar sagen, Schnittstärke 2,5 cm bedeutet, ich bekomme 2,5 cm dicke Stängel hier rein. Die Maschine braucht ja aber auch von ihrem Hub her, von ihrer Schnittbewegung her, kann ich da nicht einen 2,5 cm Stängel reinmachen, auf den Knopf drücken und dann wird das durchgefetzt. So geht es dann auch nicht.
Von dem her, es ist toll. Sie hat bisher alle meine Hecken geschnitten bekommen mit der Stärke. Ich habe Fusizien, das sind ja eher die kleinen. Ich habe Ligusta, ich habe Kirschlorbeer vor allem. Kirschlorbeer, der ist manchmal so ein bisschen massiver. Die hat alles weggeputzt bekommen. Ja. Die Dinger, die Messer sind elends scharf, muss man gleich dazu sagen. Finde ich super. Wie gesagt, die zweite Saison und die sind immer noch tadellos. Kommt da ein bisschen so auf die Pflege an. Ich nehme immer das Ballistolöl. Wenn ich anfange mit Sägen, sprühe ich einfach mal kurz so die Maschine ein. Vorne die Sägeblätter oder die Schneidblätter. Und dann lässt sich gut arbeiten. Und ich sag mal so alle Viertelstunde, 20 Minuten mache ich gerade mal wieder einen Sprüher drauf und dann ist das einwandfrei. Dann läuft die tipptopp. Dann hat sie eben auch von dem Harz, was halt in den Hecken und so weiter drin hängt, da hat sie da kein Problem, sondern ist gut geschmiert und läuft durch. Nach dem Arbeiten da damit nehme ich vom Ballistol den Harzlöser, sprühe das kurz ein, lasse es einwirken, gehe gerade mit dem Bürstchen einmal drüber, mit Wasser abgespritzt und wieder zur Konservierung dann Ballistol, normales Ballistolöl. Gibt es übrigens auch bei SVH24, die haben da die komplette Produktvielfalt. Was kann man noch dazu sagen zu der Säge oder zu der Heckenschere? Wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr gut austariert. So, wenn wir jetzt mal hier sehen, so hängt sie genau in der Mitte. Machen wir jetzt noch einen 5 Ampere Akku hinten rein. Ist sie natürlich nach hinten ein bisschen lastiger. Wir stehen ja aber auch mit beiden Händen da, ja, und heben die Maschine so. Von dem her, ich finde sie richtig gut ausbalanciert, muss ich wirklich sagen. Am besten zeige ich euch jetzt einfach mal die Maschine im Einsatz. Machen wir Akku raus, nicht, dass da ja das Ding nochmal irgendwann losgeht. Wobei, losgehen kann es nicht. Die DEWALT, die hat zwei Sicherheitsschalter. Zum einen den hier unten und zum einen den hier oben. Ich kenne es von anderen Maschinen, andere Akkumaschinen, wo ich auch schon in den Händen gehabt habe. Die haben das System ähnlich, aber so wie es DEWALT eigentlich gelöst hat, finde ich es eigentlich ganz gut. Bis auf eine einzige Sache. Und das muss ich euch mal ein bisschen genauer zeigen. Dafür mache ich jetzt einmal den Akku wieder hinten rein. Um die Sicherheit zu gewährleisten, dass die Maschine nicht einfach, wenn man hier hinten drauf drückt, losradert, wenn man gerade vorne dabei ist, irgendwie ein Stück Hecke wegzumachen, ne, muss man am Griff den befindlichen Sicherheitsschalter drücken. Hört man her? Ist ja nicht intuitiv, weil wir heben ja sowieso da vorne. In dem Moment, wo ich hier loslasse, vielleicht mal da ungeachtet dessen, dass ich hier in meinem Tunnel der Heckenschneidung drin bin. Man weiß ja, wie es ist. Man drückt drauf, man fährt und dann will man gerade schnell eine Hecke wegmachen und hebt hinten immer noch drauf. Zack, der Finger weg. Das Ding verzeiht keine Fehler ohne Witz. Dafür haut es dann das Teil echt durch. An sich toll. Wenn ich die Maschine so hebe, gar kein Problem. Wenn ich jetzt die Maschine aber so hebe, dass ich hier auf der Seite den Sicherheitsgriff drücken muss, dann haben wir folgendes Problem. Ich muss wirklich richtig Kraft aufbringen, weil einfach der Winkel hier relativ klein ist
und ich muss hier richtig kräftig drücken, damit der Sicherheitsschalter auch aktiviert wird. Das ist nicht nur bei der DEWALT so, das habe ich, wie gesagt, noch ein paar andere Hersteller, habe ich auch schon mal die Sägen bei Bekannten in der Hand gehabt, habe mir aber so ein bisschen umgeguckt, ne? Das haben andere Hersteller auch. Manchmal nervt es aber, ganz ehrlich. Du bist hier so gerade voll am Sägen und am Machen und am Tun und dann willst du mal hier unten noch ein bisschen Schnitt machen, wechselst mit der Hand, ne? Wechselst mit der Hand und dann muss ich hier richtig, richtig knallhart drücken. Hier oben kein Problem, hier oben geht's leicht. Aber wenn ich hier oder hier auf der Seite hebe, irgendwie so zum So-Schnitt machen, hat mir einfach mal ein bisschen genervt. Hat aber auch was damit zu tun, so mit der Handhabung. Man muss einfach mit der Maschine ein bisschen mal gearbeitet haben. Und dann funktioniert es auch einwandfrei. Schön an den Akkugeräten, wie ich jetzt auch finde, die Erfahrung habe ich über all die Jahre jetzt auch gemacht. Benzinmotoren musst du halt einfach, du hast da gewisse Wartungsarbeiten. Ja, alles, was mit Benzin läuft, da ist ein Vergaser, da musst du putzen und sauber machen. Luftfilter, ja, es war immer mit der Arbeit verbunden. Das Einzige, was du hier zu warten hast an der Maschine, sind tatsächlich vorne die Sägeblätter. Schau, dass die immer schön geölt sind. Schau, dass die immer schön sauber, frei vom Harz sind. Dann hast du lange Freude an der Maschine. Ich kenne es von anderen Herstellern, wie gesagt, dass man hier auch diese Messer wechseln kann. Dass, wenn sie dann mal irgendwann komplett verschlissen sind, dass man ein neues Messer drauf macht. Theoretisch kann man sich so ein Messer nachkaufen, habe aber jetzt bei uns in Deutschland nahezu keine oder wenn nur ganz komische Möglichkeiten gefunden. Es ist halt die ganze Mimik hier drin, das dann zu wechseln. Du musst die ganze Maschine auseinanderschrauben, du musst alles wegmachen. Ich weiß nicht, ob die Maschine dafür gedacht ist, dass man hier diese Messer wechselt. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie lange, lange heben, die Messer. Im Moment sieht es gut aus. Wie gesagt, 2 Jahre habe ich jetzt damit gearbeitet. Im Moment ist alles in Ordnung. Wie lautet denn jetzt das Fazit zu dieser Maschine? DEWALT hat sich da wirklich Gedanken gemacht, gerade im Baustellenalltag Produkte zu konzipieren, die den harten Anforderungen einfach gerecht werden. Dieses System geht auch auf die Gartengeräte ganz genauso weiter. Die Heckenschere hier, die kann ich zweifellos, wirklich zweifellos empfehlen. Auch die ganzen Gummierungen, wo hier sind, das ist alles stimmig und griffig. Gerade wenn es auch mal irgendwann, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Du hast halt noch Handschuhe an, sollte man immer Handschuhe tragen. Ich empfehle auch eine Brille zu tragen, weil es gibt immer mal wieder kleine Holzstückchen, die dann wegspritzen. Steht auch in der Bedienungsanleitung. Für meine persönlichen Bedürfnisse, und ich habe relativ viele Hecken, ist die Maschine vollkommen ausreichend. Die gibt es auch noch mal in einer 54 Volt Version, soweit ich weiß, habe ich mal gesehen. Die ist dann noch mal eine Nummer stärker. Aber für den normalen Heimwerker, Hobbygärtner, ist die Maschine einfach nur top, ohne Witz. Laufzeit, ich kann gar nicht genau sagen, wie viel, weil ich habe irgendwann immer auf die Uhr geguckt. Es war dann auch immer mal wieder eine Kaffeepause zwischendrin und so weiter. Aber ich habe, bis auf einen kleinen Busch, habe ich meine sämtlichen Hecken mit einem 5 Ampere Akku hinbekommen. Ich glaube, der Hersteller DEWALT selber sagt, 75 Minuten so, läuft die Maschine mit einem 5 Ampere Akku. Das ist sie bestimmt gelaufen, hundertprozentig. Ja. Mein Fazit zu der Maschine, absolut mehrere Daumen hoch. Daumen hoch einfach mal für die ganze Verarbeitung, finde ich toll. Daumen hoch für das Messer vorne, echt, das ist elends scharf. Und auch nach 2 Saisons und der richtigen kleinen Pflege, absolut zufrieden. Messerlänge 55 cm reicht in der Regel aus. Für mich auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich genau richtig von der Größe konzipiert. Einzigster kleiner Manko, wie ich gesagt habe, das ist hier der Sicherheitsschalter. Hier oben geht es einwandfrei, super. Hier unten muss man schon ordentlich kräftig drücken. Aber das hat was mit der Handhabung, mit der Bedienung zu tun. Und da muss man halt mit der Zeit kommen wir da rein und weiß, wie man sie zu heben hat. Also von mir ganz klare Kaufempfehlung. Schaut sie euch einfach mal an im Shop. Ist unten verlinkt von SVH24. Dort gibt es noch mehrere Gartengeräte. Unter anderem kommt dann auch der Rasentrimmer. Darüber gibt es auch ein Video. Das war's.
in meinem kleinen Werkzeug-Review. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal unten rein. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Maschine, einfach auch unten reinballern. Ich beantworte sie euch gern. Wenn ich noch was für euch tun kann, lasst es mich wissen. Bis dahin, bis die Tage. Servus, ciao.